Welche Wallet-Variationen gibt es und worauf sollten Sie hier achten? Das heutige Thema bei unserem Krypto A bis Z. Was ist eine Wallet? Noch einmal, eine Wallet ist quasi eine elektronische Geldbörse. Hier wird der englische Begriff dafür verwendet. Also Sie können sich eine wirkliche Geldbörse vorstellen, aber halt digital, die nicht wirklich existiert. Genauso wie digitale Währungen ja auch digital sind. Es gibt drei Varianten. Es gibt eine Online-Wallet. Das heißt, das ist von dem jeweiligen Anbieter, Xapo oder welchen auch immer, dort online verwaltet wird und die kümmern sich um die Sicherheit ihrer Bitcoins. Das ist wichtig zu wissen, dass es eben dort verwaltet wird, dass die Bitcoins so gesehen nicht direkt bei Ihnen sind. Da ist es wichtig, auch so eine Zwei-Wege-Authentifizierung mit E-Mail, SMS macht ja auf jeden Fall Sinn, um die Sicherheit zu erhöhen, dass nicht jemand Externes auf Ihre Bitcoins zugreifen kann, was schon bei einzelnen Usern passiert ist, die ja nicht so drauf geachtet haben oder wo das eben gehackt wurde, also deswegen so viele Sicherheitsinstanzen wie möglich einbauen. Dann haben wir hier die zweite Variante, das ist ein Desktop-Wallet. Das heißt, das ist sozusagen die Daten oder die Bitcoins sind bei Ihnen am Computer. Ist schon mal eine höhere Sicherheit insgesamt als oder vielleicht etwas besser als bei einem Online-Anbieter. Aber solange Ihr Rechner beispielsweise Internetzugang hat, besteht immer mehr oder weniger theoretisch dann die Möglichkeit, dass es gehackt wird, dass Ihre Bitcoins entwendet werden könnten. Als die sicherste gilt die dritte Variante, und zwar sogenanntes Hardware Ledger Wallet. Das ist, sieht ein bisschen so aus wie so ein USB-Stick, ist aber an sich wie ein eigener kleiner Computer und dort sind streng verschlüsselt dann Ihre Bitcoins abgespeichert. Und für Transaktionen benötigen Sie das Ganze dann, können es dann einstecken am Computer, am Rechner und dann ist es möglich, Bitcoins zu empfangen, zu senden etc. und hier Transaktionen durchzuführen. Ansonsten ist es nicht möglich, gilt wie gesagt als das sicherste Verfahren. Ja, je mehr man in Bitcoins investiert und auch je langfristiger es dort gehalten wird, desto mehr macht es Sinn, beispielsweise auch mehr auf ein Ledger Wallet zu gehen. Ja, das sind Begriffe oder wichtige Begriffe. Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Sie können gerne unser Krypto A bis Z Lexikon downloaden, komplett kostenfrei. Wir haben die wichtigsten Begriffe zusammengefasst. Gerne unterhalb vom Video hier klicken und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos gerne. Herzlichst, Ihr Thorsten Wittmann.